Geralts und Kairas Reise zum Elfenmagier hatte zwischen ihnen ein enges Band geschmiedet, wie es auch durch Grenzerfahrungen zwischen Soldaten im Krieg oder bei Studenten im Examen entsteht. Als alles vorbei war, lud Kaira Geralt zu sich in die Hütte ein, und die Art der Einladung legte nahe, dass sie dabei nicht an Tee und Kuchen dachte. Ja, ich würde sagen, da das von unserer Levelstufe noch am ehesten machbar zu sein scheint, machen wir das erstmal. Bevor wir uns hier weiter begeben. Da sollten wir vielleicht schon Level 7, 8 sein oder so. Dass wir vielleicht die beiden Nebenquests auf jeden Fall machen. Und dann mal gucken, was wir noch so an Nebenquests in den anderen Gebieten finden. Das heißt aber erst einmal ab zu Kaira, die natürlich hier in der Nähe vom Mittelhain auf uns wartet. Ja, wir hatten hier unten den Schnellreisepunkt geholt. Ich würde allerdings gerne mir auf dem Weg hier rüber die Quests noch abholen, vielleicht. Vielleicht sind da ja welche dabei, die unserem Level entsprechen. Ich weiß es nicht. Ich würde es aber gerne herausfinden. Schauen wir mal, was wir mit dem Boot machen können. Können wir das hier mit irgendwie segeln oder so? Sieht im Moment nicht danach aus, ne? Ah, hier. In der Hexerwelt mit ihren Flüssen, Ozeanen und großen Bergseen gibt es zahlreiche Gegenden, die man weder zu Fuß noch zu Pferd erreichen kann. Man muss viel mehr schwimmen oder segeln. Halte an Stränden und Orten, die mit dem Hafensymbol markiert sind, nach Booten Ausschau. Vorsicht! Wenn dein Boot auf Felsen oder andere Hindernisse aufläuft, nimmt es Schaden und kann auch sinken. Okay, übernehmen wir mal das Steuer und segeln darüber. Apropos, kann man sich hier auch individuellen Wegpunkt machen? Ah, okay. Dann mache ich mal hier hin. Das ist gut. Sollten wir den eigentlich doch auf der... Ich dachte, wir hätten ihn jetzt auch auf der Minimap im Blick. Das wäre ja blöd. Der Minimap wird dir jetzt nicht angezeigt, der Wegpunkt. Das ist ja mehr als dämlich. Wozu mache ich die denn dann? Oder bin ich da gerade mehr als dämlich? Ja, da sind noch ein paar Ertrunkene. Ab und zu noch mal auf die Karte, ich sehe ja, aber es sieht gut aus. Ja, da hinten können wir dann anlegen, denke ich mal. Sollten wir das überhaupt? Ich denke, wir bleiben hier. Gut. Okay. Wie ist das? Dann kann ich den auch direkt wieder wegnehmen, den Wegpunkt. Das bringt ja nicht so viel. Kann ich den... Schon? Hm. Hier gerade irgendwie... Keine Möglichkeit, das Ding zu löschen, ehrlich zu sein. Lassen wir es erstmal hier. Haben wir hier nämlich auch direkt mal ein Schnellreiseziel. Schau mal, was haben wir denn hier? Hier sehe ich noch gar nicht. Falscher Knopf. Auch falsch. Da. Was haben wir denn hier so? Die sind alle über unseren. Alle zu stark für uns. Das bringt zurzeit echt nicht viel. Dann würde ich sagen, nutzen wir jetzt die Schnellreise, um zu Kaira zu kommen. Beziehungsweise erstmal nach Mittelhain. Gut,
hier gingst du Elra, ne? Och, genau. Brauchen wir nicht unbedingt dem Pfad folgen. Genau, da wären wir auch schon. Schauen wir mal, was sie so zu erzählen hat. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? Hey, mit wem hat sie da gesprochen? Wer das wohl sein mag? Das ist diese magische Lampe, die sie aus der Ruine mitgenommen hat, ne? Mhm. Gera, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Du sagtest, du hättest eine Bitte an uns. Genau. Dir gern was abkaufen. Was machst du denn willen? Okay, das hatten wir schon. Erstmal aber das hier. Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Okay. Würde gerne einmal gucken, was sie so verkaufen hat. Die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Ja, sehr gerne. Schauen wir mal. Okay. Und das hier wahrscheinlich alles Handwerksschema. Alchemiezutaten. Nichts, was man jetzt direkt gebrauchen könnte. Ich habe auch, seitdem wir da alles gelootet haben, gar nicht mehr bei uns reingeschaut. Aber viel war das offensichtlich auch nicht, ne? Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Naja, egal. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Klar, machen wir. Aber erstmal noch ein paar Infos. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Mysteriös.
Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Ja, aber das verstehe ich. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast, an die hatte ich auch schon gedacht. Du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Okay. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Tja. Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich hab nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Schade. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Danke. Gerne, gerne. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Drücke Mausrad oder halte Mausrad gedrückt, um den Gegenstand zu verwenden. Im Inventar also. Hier oder was? Bauen wir den Questgegenstände da. Xenoglot. Nee, ich kann das hier nicht. Hä? Tja, und doch, indem ich sie im Inventar richtig platziere. Oder einfach nur hier in der richtigen Reihenfolge oder was? Ja. Werden wir schon irgendwie herausfinden.
Ich habe das Gefühl, dass die Insel, an der wir vorhin schon vorbeigesegelt sind, kann das sein? Ist das hier die Insel ist? Aber. Achso, das ist immer noch die falsche Quest. Ja. Nein. Ja. Gucken wir mal. Und tatsächlich, das ist die Reuseninsel. Mit dem Boot jetzt dorthin. Habe ich dieses Symbol wegkriege, ne? Aber ist ja auch egal. Ja, machen wir uns auf den Weg zu ihrem Boot. Vorher würde ich sagen, meditieren wir aber noch einmal. Ja. Denn dadurch wurden auch Schwalbe und Donner wieder aufgeführt. Na, spring schon. So, das ist ihr Boot. Okay. Und, ey, komm schon. Setz dich ans Steuer. Dann wollen wir mal. Ja, Vollgas voraus, würde ich sagen. Ich bin jetzt. Da sind Ertrunkene. Ob die uns auch auf angreifen, wenn wir auf dem Boot sind? Na, vielleicht finden wir es ja heraus. Ich bin doch gerade erst los. Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenobloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden? Oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Oh ja, alles deine klar. Was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Ja. Das hinten wird der Turm sein, von dem sie gesprochen hat. Und die Ertrunkenen, die bewachen doch meistens Schätze, ne? Sieht da auch wieder so aus. Vielleicht schnappen wir uns das mal als erstes. Gerald? Bist du schon auf der Insel? Nein. Funktioniert der Xenobloss? Ja. Hörst du mich? Was? Ich höre nichts. Na toll. Verdammt kurz lebe ich dieser magische. Was hast du gesagt? Es gibt Überstörungen. Du musst dir vorsichtig sein. Oh, dass die auch alle auf einmal angreifen. Kommt jetzt noch ein Ertrunkener dazu, okay. Verdammt, ey. Oh, da soll ich weg. Oh, okay. Sehen, was die hier so liegen lassen haben. Dem scheine ich nichts looten zu können. Eigentlich ist es ja gar nicht schlimm, wenn ich hier so Leben verliere, weil ich kann ja auch einfach meditieren und dann habe ich wieder volles Leben. Schau mal nur grad, weil ich hoffe mir eigentlich, dass hier irgendwas ist. Nee, nichts. Mann, weil die ja völlig grundlos bekämpft.
Wenn die auch so weiter nichts haben, werde ich mal zusehen, dass ich die umgehe, so gut es geht. Oh, was ist denn hier? Ey, wenn nicht. Scheint ganz so. Oh, da ist noch einer. Oh Mann, ey. Na komm schon. Habe ich noch was gesehen, aber ich höre auch hinter mir was. Ah, das sind wieder solche Hunde. Mir fehlt so ein bisschen so ein Mauszeiger, mit dem ich irgendwie Sachen anklicken kann oder rüberfahren kann, um zu gucken, jetzt zum Beispiel, was die für ein Level haben. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen, muss ich sagen. Ach, coole sind das natürlich. Was bringt das Blocken eigentlich, wenn ich trotzdem Schaden nehme? So. Gut. Den schnappen wir uns auch noch. Und dann würde ich sagen, meditiere ich auf jeden Fall gleich nochmal, bevor ich mich dem Turm näher. Okay. Ah, das sind schon wieder zwei Viecher. Die haben mich nicht gesehen. Geh ich mal hier lang. Ja, wir sind jetzt gleich da, deswegen meditiere ich noch einmal. Ein Ghoul Level 9. Den. Ja, da renne ich lieber mal weg. Oder ob das so eine gute Idee ist, dann sind auch noch Gegner. Einer wird ja kein nicht das Problem sein, aber wenn jetzt mehrere auf einmal kommen, ist blöd. Na? Kann ich hier nichts looten oder was? Oh, Vorsicht! Weg da! Explodiert! Oh! Okay. Ja, okay, okay. Da ist noch ein Ghoul, zwei Ghule sogar. Schon wieder. Oh Mann, ey. Oh Gott, jetzt sind doch so viele auch noch. Ob ich das schaffe. Oh je. Yeah. Nein, nein, Vorsicht. Einfach drauf, einfach drauf, einfach drauf. Jetzt haben wir den gleich. Jetzt erstmal weg. Vorsicht, genau. Der muss weg. So, und jetzt können wir uns auf den konzentrieren. Na. Verdammt, triff ihn doch. Hier. Noch was.
Eine frische Leiche. Er muss eine Weile nach dem Tod des Adligen gekommen sein. Hä? Okay. Mal hier mal weiter. Ey, dass die Waffe schon wieder was kaputt ist, ne? Das nervt mich gerade echt. Wirklich viel scheinen die Waffen ja nicht auszuhalten hier. Dabei, ich habe auch kein Geld, um was reparieren zu lassen. Scheiß. Okay. Wenn ich jetzt sehen könnte, welches Level dieses Monster da hat, ne? Oh, der bewirft mich. Okay, ein Wasservibe 6. Oh, okay. Sie können sich ins Wasser verstecken. Gut. Schauen wir mal weiter. Hier rein? Ja. Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen... Wie geht, Geralt? Hör auf! Ich will's gar nicht wissen. Wollen wir uns hier nochmal ein bisschen um? Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Ja, ja. Erstmal hier ein bisschen umschauen. Jemand. Okay. Ich würde gerne noch mal einmal nach oben gehen. Okay. Das Skelett sieht aus, als wenn wir hier sowieso gleich noch hin müssen. Den gehe ich jetzt vielleicht erstmal wieder runter. Ja, was uns die Lampe dann hier verrät, sag ich mal, schauen wir uns dann aber im nächsten Part an. Bis dann.